Sagast ist heute einer, der seit Jahren ein Musikschaffender ist, immer wieder was Neues produziert. Und mit dem, was er jetzt gemacht hat, macht er mich in meinem Gefühl nach gleich um 40, 50 Jahre jünger. Das ist so eine Art Neo-Rock'n'Roll, würde ich sagen. Neu geschrieben, schön getextet. Er experimentiert ein bisschen herum. Es ist nicht sein erstes Album, darüber werden wir noch reden. Er ist ein unermüdlicher Musikschaffender. Avora Freund heißt der Titel und der Künstler heißt Roland Schulz. Also wer mehr Roland Schulz hören will, das ist die aktuelle CD. Das ist die aktuelle CD, ja. Ein Album habe ich präsentiert vor 2 Jahren. Was war das? Ja, du hast voriges Jahr meine Albumpräsentation. Voriges Jahr war ja, das? Voriges Jahr in also Mai. Wie viele Alben hast du schon? Na, jetzt habe ich das eine Album, das ist aktuell. Ja. Und der Song ist von meinem neuen Album, eine Single-Auskoppelung. Das erscheint dann, das neue Album, Alles oder Nichts, in Jänner. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Lust bekämen, Auftritte, Konzerte von dir zu besuchen. Die stehen sicher auf deiner Internetadresse. Ja, auf meiner Internetadresse. Im Juli ist ein Auftritt, im September, im Oktober. Aber Internet ist alles auf meiner Adresse unter www.roland-schuld.com. Kann man alles
ausgelesen, wo ich zu sehen mit bin. Ich hoffe, es ist eine Kameraeinstellung fähig, den Herrn da neben mir ins Bild zu kriegen. Der ist nämlich auch eine Legende. Und als der Herbert Graf spielt mit den Untouchables, war in meiner ersten Band, und das erfreulich, er ist ein bisschen älter als ich. Na, aber ich schaut's alle noch beide ja. So an die 50, oder? Dankeschön, dankeschön. Ja, lehren kannst du woanders. Nein. Ah, aber wie lange machst du jetzt schon Musik? Auch schon eine Weile, gell? Naja, ich mache Musik für mich schon lange, aber offiziell bzw. raus am Markt bin ich gegangen. Also das erste Mal bin ich auf der Bühne gestanden, wo du meine Albumpräsentation vor ein Jahr? Hast. Ja, ich bin vor einem Jahr das erste Mal auf der Bühne gestanden. Ich war vorher nie draußen auf was der Bühne. Was warst du vorher? Kraftfahrer bei? Nein, ich war jahrelang selbstständig und habe versucht, hier zu arbeiten und hier mein Leben, sage ich mal, zu genießen, aber irgendwie und plötzlich hat mir die Musik dann ins wirkliche Leben geholt. Ja. Und das in so jungen Jahren. Danke schön. Jetzt liegst du. Aber es ist okay. Er hat seinen Traum verwirklicht und jetzt müssen Sie ihm helfen, seinen Traum noch größer zu machen. Ja, ohne das Publikum, ohne die Leute, glaube ich, schafft es keiner. Also, ja, nein, ich bin dankbar, dass ich heute da sein darf, weil es ist nur durch euch gegangen. Durch sein allererster Fernsehauftritt. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Glück, Roland Schulz. Das war sein erster Fernsehauftritt. Mein erster Fernsehauftritt, wann war der Krieg aus? So, jetzt, also.